Jetzt guck da nicht so hin. Das haben unsere Mütter immer gesagt oder auch, darüber macht man sich nicht lustig. Die können nichts dafür. Hat man noch im Ohr, oder? Ja. Die Zeiten sind schon lange vorbei. Heute ist Hingucken Trend bzw. Hinschicken. Alles, was auch nur unfallfrei mit dem Bus fahren kann, wird zum Casting geschickt. Früher war da echt mal Talent gefragt. Heute reicht es schon, wenn du gerade mal ansatzweise die volle Chromosomenzahl hast oder die richtige Türklinke drücken kannst. Wie so ein Waschbär an einer Mülltonne suchen die jedes Mal wieder verzweifelt Superstar-Azubis. Natürlich haben wir uns immer auf Dieter Bohlen gefreut, über den nun wirklich nichts mehr zu sagen gibt. Ich tue es trotzdem. Ich meine, der Kerl sieht doch mittlerweile aus wie so ein Stück blondierte Rinde. Nicht, wenn man das sagt, ja? Letztens wurde er doch beim Tauchen von einem Hai angefallen. Ja gut, der Hai hat sich wahrscheinlich gedacht, die hätten einen alten Lederkoffer ins Meer geschmissen. Und jetzt wollte der mal gucken, was drin ist. Ne? Der Kartenschinken aus Tötensen ist übrigens ein gutes Beispiel dafür, dass Menschen im Alter oft bösartig werden. Nein, aber es ist schon erstaunlich, wie musikalisch unser Land ist. Überall schlummern sie, die vermeintlichen Topstars. Nur einen Wimpernschlag von der ganz großen Karriere entfernt. Ich weiß gar nicht, wie das weitergehen soll. Demnächst gibt es gar kein Publikum mehr, weil die alle vorne auf der Bühne stehen. Nein, ich finde das großartig, was da abläuft. Ich meine, früher hieß sowas noch Wanderzirkus, ja. Und die behaarte Frau oder der Mann mit zwei Köppen musste noch lang und breit eingefangen werden. Heute stehen die Schlange, um sich öffentlich absauen zu lassen. Der klapprige Hauptschüler mit Migrationshintergrund im Muskelshirt, der nur von seiner Kokospanade zusammengehalten wird. Das bauchgepierste Mettwurstmädchen in weißer Jennifer Lopez Gedenkpelle. Oder der talkige Mitdreißiger, der nach den x-ten Betriebsferien jetzt langsam die nächste Karrierestufe zünden will. Ey, so lange kannst du gar keinen Zivildienst machen, was du da für Pflegefälle siehst. Das ist doch unglaublich. Obwohl er ja gar nicht die Superstars laufen, habe ich das Gefühl, sondern irgendwas über die Aktion Mensch. Manche jaulen sich einen zurecht wie so ein Seehund mit einer eitrigen Hodenquetschung. Da bricht die Stimme häufiger als der Oberschenkel von so einem Glasknochenpatienten. Ja, wie so ein Muezzin bei dem einen oder anderen, der da rumleiert, habe ich Angst, dass der versehentlich den Dschihad ausruft, ja? Carsten, das war früher mal ein schöner deutscher Vorname. War schon irre, der da alles aufgelaufen ist. Ich meine, ich habe ja nichts dagegen, wenn es einer versucht, aber zumindest ein bisschen Talent muss ja da sein. Ich meine, Captain Ahab hat ja auch nicht plötzlich versucht, Sprintweltmeister zu werden. Ja? Und wenn ich keine Zehen habe, traue ich auch keine Flipflops. Ne? Ja. Fragen Sie mal Reinhold Messner. Nicht nur stimmlich, sondern auch textlich bekommt man ja einiges geboten. Viele singen da sogar in fließend Südkoreanisch. Ja? Blöd nur, dass das eigentlich Englisch sein soll. Und zielt sich ja immer der komplizierteste Titel. Also da selbst wo Shakira oder Christina Aguilera mittlerweile entnervt abwinken, da legt Mandy aus Pritzwalk erstmal richtig los. Und trällert, bis der Stock von der Decke fällt. Jetzt mal im Ernst, ich meine, wenn ich bei Hertha BSC Probetraining machen will, stelle ich mich doch auch nicht gleich neben Ronaldinho. Warum? Genau, weil er gar nicht da spielt. Ja? Ich verstehe auch nicht, wie manche darauf kommen, dass sie es als Sänger packen können. Treffen öfter ihre Kumpel als mal einen geraden Ton und halten sich plötzlich für den neuen Robbie Williams. Und das, obwohl der Alte noch gar nicht richtig tot ist. Ja? Demnächst stellt man sich mit dem Skalpell in OP, nur weil man am Morgen erfolgreich mit dem Buttermesser hantiert hat. Guten Tag, geht das hier zum Gehirn-OP? Ich will mich bewerben. Ich kann wie ein Ass mit Matt umgehen. Ich meine, wo sind denn die ganzen Superstars geblieben? Oh, weiß ich nicht. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, ich sag's euch, Alexander Klaas, ja? Der Kerl hatte ja so viel Sex-Appeal wie 4 Seiten Bausparvertrag. Ich habe gehört, er würde jetzt Musicals singen, irgendwo hinterm Görlitzer Busbahnhof. Auch Mike Leon Grosch. Ja, wo ist er? Wo ist er? Hab gehört, er arbeitet wieder in seinem alten Job als Abschmecker in der Klärgrube. Oder...
Oder Elli, die dicke Lesbe, ja? Ist bestimmt Trainerin der Fußballgruppe im Fürther Frauenknast. Oder diese hessische Landschraube, Mark Medlock. Obwohl, den finde ich eigentlich ganz nett. Aber was ist mit Zlatko? Der ist wahrscheinlich längst wieder Telefonist bei seiner mazedonischen Schleuserbande. Dann hier Monrose, das singende Nagelstudio. An deren Stelle hätte ich nicht ganz so schnell die Jobs aufgekündigt. Lieber 3 Wochen Urlaub nehmen und danach ist eh alles vorbei. Seien wir doch mal ehrlich, meine Damen und Herren. Ja? Also eine durchschnittliche Superstar-Karriere hat doch heutzutage in etwa so eine Lebenserwartung wie Nelson Mandela als Campingplatzwärter in Rostock. Geschafft haben es eigentlich nur die No Angels. Die haben sich rechtzeitig aufgelöst und dürften deshalb nochmal wiederkommen. Wie nennen die sich jetzt eigentlich? No Money oder sowas? Ja, würde passen. Ich meine, wenn das so weitergeht, ist das komplette Land leer gecastet. Ach was, für jeden Job, den man demnächst macht, muss man sich casten lassen. Was soll ich hier als Straßenkehrer zum Beispiel? Und Bohlen in der Jury, ne? Ey, sag mal, du, wie du hier rumläufst, und deine Performance, es geht gar nicht. Bei deinen Bewegungen springen die Köttel ja freiwillig in den Hundearsch zurück. Vermutlich kannst du demnächst noch nicht mal in Ruhe ableben, ohne dich vorher casten zu lassen. Und wer glaubt, es geht nicht schlimmer? Nein. Denn wer wirklich überhaupt nichts kann, also wessen größte Stärke Atmen ist, ja, der geht dann gleich ab in den Container zu Big Brother, schön in die Debilenverwahrung. Keine Zeitung, kein Fernsehen und ständig unter Beobachtung. Kaum gucken ein paar zu, fangen die Verhaltensauffälligen wieder an, komplett durchzudrehen. Deswegen bin ich auch ganz klar dagegen, auf öffentlichen Plätzen Überwachungskameras aufzustellen. Sonst fangen die Bekloppten demnächst auch noch alle an, auf dem Bahnsteig My Way zu singen. Dann doch lieber Klingeltöne, die sehen wenigstens nicht noch scheiße aus. Herzlichen Dank.